Das hier ist eine Zelle. Ja. So. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, dass ich da nochmal eingeliefert würde. Der Hass von uns als Gefangenen, als Nicht-Sexualstraftäter, auf diese Abteilung war immens. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Ich bin hier mit Hubertus Becker, meinem, ältesten Freund, mein allerliebster, der mit, ich habe es heute auch schon gesagt, damals mein Leben gerettet hat. Naja, jetzt übertreibt man nicht. Gibt's nichts zu übertreiben. Wenn wir dieses Buch, wo ist es denn? Wenn dieses Buch hier nicht erschienen wäre, hier steht fett, wessen Name steht da drauf? Da steht Hubertus Becker drauf. Und dieses Buch ist dafür verantwortlich, dass ich heute hier sitze. Naja, so quasi, ja. Ja? Aber doch auch verantwortlich, dass du eine gute Geschichte geschrieben hast, die da veröffentlicht wurde. Danke sehr. Die hat mir, also wirklich, wir sind, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, holt euch das Buch. Ansonsten, von dir kommt ein neues Buch, das halten wir dann nächstes Mal in die Kamera. Ja. Wie wird es heißen, darfst du schon sagen? Das kannst du schon sagen, ja. Es heißt, wer erschossen wird, ist selber schuld. Wenn das kein guter Titel ist. Und es geht um Insassen der JVA Straubing? 27 Geschichten von allen Gefangenen in Knästen, in denen ich war, die mir über 30, 40 Jahre im Gedächtnis hängen geblieben sind. Okay. Alles gute Geschichten. Und JVA Straubing spielt aber auch eine Rolle, ne? Ja, viele Geschichten spielen in Straubing. Ne? So, dann habe ich nämlich jetzt was für dich mitgebracht. Und zwar hat es ein YouTuber gemacht, den wir natürlich hier auch verlinken wollen, warte mal kurz, und loben wollen. Knastathlet. Mhm. Lieber Knastathlet, danke, dass wir das darauf reacten können. Ich habe überflogen vorher und habe mir gedacht, ich möchte es mit Hubi zusammen anschauen, weil ich wusste, dass du kommst. So, also, los geht's. Knastathlet, JVA Straubing, Doku, wer kommt in die JVA Straubing? Das Ding geht 4 Minuten 49, heißt, die Reaction wird jetzt eine Stunde lang. Oh, wow. Nein. Na, werden wir sehen. Okay, los geht's. Die Justizvollzugsanstalt Straubing, kurz JVA Straubing, ist eine Justizvollzug... Ja, kennst du? Hast du schon mal von oben gesehen? Ich habe das kürzlich rauskopiert und bei mir eingestellt. So ein Bild auch, ne? Also ein Obenbild. Ja. Okay, jetzt weiß ich nicht, sieht man... Also hier sieht man die Maus. Ich hoffe sehr, dass man die Maus auch in der Aufnahme sieht. Das hätte ich natürlich nochmal überprüfen können. Lass uns doch mal... Fangen wir doch mal unten rechts im Bild an. Mhm. Besucherparkplatz. Das sind die, ja, und die Beamtenparkplätze. Genau, Beamtenparkplätze auch, aber auch die Besucherparken hier. Ja. Beamtenparkplätze, Besucherparkplätze. Ja. Dann haben wir da in der Mitte dieses schöne Eingangsbereich, unten ist noch das Rondell. Die Pforte. Ja. Hier ist dann die Pforte und unter, dann kommt dieser grüne Bereich und das, weißt du, was da drunter ist? Das weißt du gar nicht mehr, glaube ich. Keller. Falsch, da sind die neuen Besuchsräume. Ah, okay. Das Ding ist komplett unterkellert. Ja. Da sieht man ja auch so einzelne kleine graue Kästchen. Ja, 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 ja. Das sind so wie so Lüftungsdinger und so. Aber da drunter ist der, sind die Besucherräume. Okay. Also die sind unter Tage sozusagen. Ja, ja. Dann hast du hier das Verwaltungsgebäude. Ja. Dann kommt, was kommt da in der Mitte? Die Kirche. Die große, große Kirche. Mhm. Rechter Hof, Haus 2. Rentnerhof. Rentnerhof. Rechter Hof ist auch schon Haus 2, junge Leute. Ja. Okay. Ja. Mhm. Linker Hof, Rentnerhof. Ja. Dann hast du natürlich die da, wo die beiden X'e zusammengehen sozusagen. Ja. Ja. Das ist ein Durchgang zwischen den Häusern. Der war bei dir noch offen. Der war bei mir noch offen, genau. Ja. Mhm. Kannst du dir vorstellen? Also links ist Haus 1, rechts ist Haus 2. Ja. Stimmt das? Warte mal. Ja, ja. Ey, weißt du, was die da wieder gemacht haben? Ich sehe einige Veränderungen zu meiner Zeit. Ja, vor allem sieht man eine krasse Sache. Jetzt fällt es mir erst auf, Mann. Guck doch mal die Höfe, was die gemacht haben. Ja, ja, ich weiß. Weißt du, was die gemacht haben? Ja, das Feld weggemacht und hier haben sie diesen roten Hof da unten. Das ist ein Hof jetzt, das war früher ein Acker, ein Kartoffelacker. Ah, da war ein Kartoffelacker. Mhm. Das meine ich aber gar nicht. Sondern siehst du die vier Höfe in der Mitte? Da, zack, zack, zack. Wo ist denn das Schwimmbad? Ist weg. Das Schwimmbad ist aber noch da. Was die Schweinehunde hier gemacht haben, ist... Die haben das reinkopiert. Die haben das reinkopiert. Und zwar der obere Hof. Ja, schau mal, der sieht ja genau aus wie der andere. Genau, da ist ja sogar der gleiche Schatten und alles. Ja, das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Die haben einfach
da das Schwimmbad weggemacht. Die wollten nicht, dass die Leute denken, das ist ja ein richtiger Hotelknast mit Schwimmbad und ist so. Ist das Wahnsinn. Ja, ja, siehst du mal. Ist das Wahnsinn. Und da ist es, wo die auf dem Dach waren. Hier, genau da ist es. Ja. Was ich noch sagen möchte, oben rechts, wenn ihr jetzt diese Mauer so nach rechts geht, ist doch nochmal so ein freistehendes Gebäude. Ja. Und das ist das Haus 3. Ja. Psychiatrie. Ich weiß das. Und links davon ist der Hof vom Haus 3. Da ist der Hof vom Haus 3. Das ist wie ein Knast im Knast nochmal. Da stand damals eine Birke drin und da ist ein Jugo hochgeklettert in die Birke und hat gesagt, er kommt nie mehr runter, es sei denn, er fällt runter. Und dann? Dann haben sie mit Feuerwehr kommen lassen und haben den mit zwei Feuerwehrleitern haben sie den aus dem Baum rausgeholt und dann unverzüglich die Birke gefällt. Ach, die ist gar nicht mehr da. Ja, sieht man. Ja, nee, die ist nicht mehr da. Die Birke. Zu meiner Zeit gefällt worden. Also das war das Ende des Baumes in der JVA Straubing. Die einzigen Bäume, die es gab und immer noch gibt, das sind da oben die Baumgruppe. Das sind sehr alte, hohe Bäume hier, diese da. Genau. Mhm. Die sind vor der, wobei man natürlich sagen muss, da hat sich mittlerweile auch ganz viel getan, weil da hinten oben links ist mittlerweile die Sicherungsverwahrung. Ja. Auf der linken Seite ist doch so ein viereckiger Bau, also recht quadratisch. Das ist eine Sporthalle. Den haben sie zu meiner Zeit gebaut. Genau, das ist eine ganz moderne Sporthalle gewesen, auch noch als ich da war. Unterirdisch zu. Kann man auch rein. Ja. Und oben, hier oben in dem Bereich, oben links ist mittlerweile die Sicherungsverwahrung. Aha. Die sieht man da noch nicht. Ist ein komplett neuer Trakt. Okay. Genau. Mussten sie machen, davor war die Sicherungsverwahrung im Haus. Und da hinten, das ist auch neu, ich weiß gar nicht, was das da ist. Das hier, das sind Werkshallen. Ja, da oben drüber das. Das weiß ich auch nicht. Das ist neu, vielleicht ist das auch noch eine Werkshalle. Also, jetzt haben wir da das schon mal gesehen. Kriegt man Gänsehaut, oder, wenn man drüber nachdenkt? Ja, also ich kriege da eine Menge Erinnerungen. Ne? Außen sind ja auch an der Seite seht ihr so, also außerhalb der Mauer auf der linken Seite seht ihr typische Beamtenwohnungen. Ja, die Silos. So, Silos? Ja. Und da wohnen die Beamten. Mhm. Ja. Und hier hinten, das war der Außenhof. Der. Ach, stimmt. Genau. Und da hier oben ist der OVZ. Also der offene Vollzug, der zur JVA Straubing gehört, in dem ich auch gelegen bin am Schluss. Ich war dann hier gelegen, für drei, vier Monate. Ja. Vielleicht fast ein halbes Jahr, dann haben sie mich wieder reinfliegt. 4 Monate, glaube ich, war ich. Mich haben sie da nie hingelassen. Mich haben sie wieder geholt dann. Aber ich kann dir mal schnell zeigen, wo sie mich verhaftet haben und dann abtransportiert haben aus Straubing. Ja? Durch da unten das Tor da, das Schwarze da. Ja? Da haben sie mich hinbestellt, eröffnet. Sie werden sofort verlegt und dann stand schon ein Bus draußen, dann konnte ich nichts mitnehmen, Handschellen in den Bus und dann musste ich die Strecke hier fahren, raus und alle gefangen. Genau, dann geht's hier geht's dann lang an den Werkshallen vorbei, hier raus, hier ist eine Torwache, hier kommst du raus. Da bin ich rausgefahren worden. Genau. Das war das letzte Mal, dass ich Straubing gesehen habe. Das war am grünen Donnerstag 1990. Ah, Wahnsinn. Ja. Justizvollzugsanstalt des Freistaates Bayern in Straubing. Es existieren hier zudem eine besondere psychiatrische Abteilung. Ha, das ist die neue Sicherungsverwahrung. Siehst du? Ja. Krass, oder? Ja, Wahnsinn. Also das ist hinter diesem, wo wir jetzt gerade gesagt haben, ne? Also wo wir jetzt gerade waren, hier, das ist hier hinter. Das ist alles weg, hier ist die Sicherungsverwahrung, bis dahinter. Ja. Genau. Okay. Und das ist natürlich ein Riesengebäude, die Zellentrakte sind eigentlich das hier, das hier, das hier, das hier. Mhm. Das sind die Behandlungen, da sind auch Behandlungsräume drin und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Zellen sind. Ich glaube, das sind gar keine. Die sind nur hier. Und ich habe die damals eingeräumt für die EDV Möbel. Ich war in diesem Haus, ich bin da ein- und ausgegangen halt und habe in jedem Raum eine Abnahme gemacht. Die heißen auch nicht Zellen, die heißen Zimmer. Abteilung und eine vom Strafvollzug getrennte Einrichtung für Sicherungsverwahrung. Ja, Leute, das hier ist das Haus 1, bin ich mir sehr sicher. Hier ist so ein kleines Häuschen, wo die Beamten drin sitzen. Hier ist der Hofgang. Und hier rechts ist jetzt eine Klimmzugstange, die man nicht sieht. Mhm, genau. Hier oben ist die Absonderungsabteilung. Ja. Hier. Hier ist der Zugang. Genau. Da kommt man, wenn man reinkommt, da kommst du direkt hin. Schon so. Da kommst du oben hin. Dann drunter ist direkt eine Sicherheitsabteilung. Ja. Da ist auch eine Absonderung drin. Hier sind die normalen Häuser. Hier in der Zelle war ich am Ende noch mal ganz lange gelegen. Mhm. Also so. Okay.
Die Anstalt wurde 1898 bis 1902 als nach den seinerzeit modernsten Maßstäben ausgestattetes Zuchthaus für die Justizverwaltung. Hier seht ihr das Schwimmbad, das man komischerweise auf diesem ersten Bild nicht sehen kann. Das kannst du da einfach hier nicht sehen. Das ist hier. Ja. Hier ist das Schwimmbad. Aus welchen Gründen mag man sich die Mühe gemacht haben, um das Schwimmbad einfach wegzuretuschieren? Weil man nicht will, dass die Menschen denken, dass sie es so gut haben, die Gefangenen. Ne? Okay. Die Geschichte hinter dem Schwimmbad. Also, Fake News. Fake News. Aber er hat es ja, er hat es jetzt hier nicht angesprochen. Ich habe auch mal geguckt, wer der Knastathlet so ein bisschen ist. War tatsächlich 2 Wochen in Schub auf Straubing, aber das ist natürlich nicht genug Zeit, um. Also Straubing erlebst du über. Der hat es illegal gefilmt, oder was? Nee, ich glaube, die Fotos kannst du finden. Der macht ganz viele Reportagen, sucht dann die Fotos zusammen und verwendet die hier. Weil wir hatten 1990 eine Minungskamera reingeschmuggelt. Mhm. Und ich habe da drin bestimmt 100 Fotos gemacht. Ja, aber hast du die noch? Ja, ja, teilweise habe ich. Dann lass doch mal die Fotos abfilmen. Ja, dann kann ich das nächste Mal machen. Ja, eben. Das sind halt alles so kleine Mikrofilme. Wie kriegen wir denn die groß? Ja, die musst du einfach abgeben und Vergrößerungen davon machen lassen. Ja, dann machen wir das doch mal. Bring die doch mit, ich lass das machen. Kann ich machen, ja. Dann lassen wir das machen und digitalisieren die, damit die Leute das gucken können. Ja, kamen teilweise in der Presse damals. Und du hast damals, eine Kamera? Ich habe eine Kamera. Eine Minox-Kamera, ja. Vielleicht kann man hier mal eine Minox-Kamera einblenden. Ich habe eine Minox-Kamera mir reinschmuggeln lassen. Okay. Und habe dann angefangen, da drin zu fotografieren. Okay. Und habe die versteckt. Habe die erstmal mit Papier, FK-Papier, umklebt, damit man denkt, das wäre Papers, weil die war ja recht klein. Und habe die immer in meinem Tabaksbeutel drin gehabt. Okay. Habe ich den Tabaksbeutel aufgeklappt und konnte dann durch den Beutel Abdruck. Ne? Und habe mich dann vor die Wärter und die Gefangenen. Ich drehe nur eine. Ja. Das war ganz spannend, wenn sie mich da erwischt hätten, um Gottes Willen. Okay. Mhm. Das war alles im Rahmen des Widerstands damals, Vorbereitung des Untersuchungsausschusses, und ich wollte da mal einfach mal dokumentieren. Ne? Da kommen wir gleich nochmal drauf, glaube ich, was genau du damit alles meinst. Für die Justizverwaltung des Königreichs Bayern errichtet. Als Muster diente das englische Gefängnis. Die Gebäude aus dieser Zeit stehen unter Denkmalschutz. Ach, guck mal. Hier siehst du jetzt den Schwimmbad plötzlich auf der rechten Seite, genau wie wir es gesagt haben. Hier sieht man es jetzt. Da ist es gerade kein Wasser drin. Ja. Sommer, es ist im Sommer nur offen. Es hat ein paar Monate offen im Sommer, den Rest ist es zu. Von Mai bis September. Genau. Und in der Zeit jetzt, ne, bevor jetzt auch alle Leute zu sagen, ja, und dann gehen die Gangster da ins Schwimmbad und so, ey Leute, chillt mal so, ne, da muss erstmal ein Sportbeamter da sein. Genau. Da muss alles passen. Da darf Bademeister. Da darf keine keine Dinge haben. Da haben sie immer mal wieder so irgendwelche Algen im Wasser, dass du nicht rein darfst. Also. Ja. Oder ab und zu schmeißt man einer ein Marmeladenglas auf den Rand. So. Das Ganze voll Glassplitter, da muss man das ganze Ding ablassen. Ich war in der ganzen Zeit, war ich vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich da 10-mal drin war, ist es viel. Mhm. Guck mal, hier ist nochmal dieser Eingangsbereich für die Besucher. Hier siehst du diese Glaspyramiden. Darunter ist der Besuchsraum. Okay. Und oben dieses Wachturm. Den sie rausgebaut haben oben. Den gab es früher auch nicht. Ja, die sind alle neu. Am 1. Mai 1917 wurde das damals sogenannte Krankenhaus für irre Verbrecher, heute psychiatrische Abteilung der Justizvollzugsanstalt Straubing, eröffnet. 1932 wurde der außerhalb der Umwehrungsmauern liegende. Das hier ist das Haus 2. Seht ihr schön an dem aggressiven Orange? So, also das ist ein krasser Farbpunkt, finde ich. Ich glaube, das war im Haus 1 grün. Im Haus 1 war es grün. Ja. Ist es nach wie vor. Ja. Das ist krass, ja. Ich finde, das ist krass. Und irgendwie mich macht Orange gleich ein bisschen wacher. Mhm. Und ich habe da viele Jahre verbracht hier in diesem Orange. Ich auch. Schau dir den Fliesenboden auch an, ne? Mhm. Der Gutshof errichtet. Während des Zweiten Weltkrieges war die Anstalt vorübergehend mit mehr als 3000 Gefangenen belegt. Hier haben wir das Haus 1. Ja. Grün, finde ich, wirkt gleich ein bisschen beruhigender. Ja. Da oben siehst du rumstehen, die Gefangenen hier auf der einen Brücke. Mhm. Das ist auch der Gang, auf dem ich ganz lang war hier. Dieser oben, dieser Einser, ist nämlich später der Entlassungsvollzug geworden. Okay.
Da habe ich gelegen. Und unten laufen dann immer die Leute, die Besucher auch durch und so. Ich war immer ganz oben. Dritter? Ja, ich wollte über mir niemanden mehr haben. Verstehe ich. Ist ja, das ist ja ein altes Haus und du hast eigentlich tatsächlich, ich hatte mal einen, der hat mit einer, ich weiß nicht mit was, ich weiß bis heute nicht mit was, mit irgendwas hat der so die Fugen sauber gekratzt. Und dann habe ich auch so nach einer halben Stunde habe ich dann so, ey, halt, wenn du nicht aufhörst. Und er so, das ist voll leise, das ist, ich höre das kaum so, ich kratze auch nur so. Und ich so, ey, hier unten hört sich's an, als würdest du, weißt du, als würdest du mit einem, in meinem Schädel kratzen. Macht dich Wahnsinn. Boah. Ja. Ah ja, gut, okay, weiter geht's. Am 1. Mai 1917 wurde das damals sogenannte Krankenhaus für irre Verbrecher. Jetzt, lieber Knastathlet, so ein Bild darfst du eigentlich meiner Meinung nach nicht zeigen, ohne was dazu zu erklären. Denn die Leute denken jetzt, das ist eine Zelle. Ja. Und das ist nicht die Wahrheit. Ja. Das hier, und das weiß ich, weil ich die Dinger eingerichtet habe für die EDV Möbel, das sind die Räume in der Sicherungsverwahrung. Genau. Woran weiß ich das sicher? In keiner Zelle in der JVA Straubing gibt es eine Kochplatte. Genau. Und eine Spüle. Das hier ist keine Zelle. Das hat zwar Gitter vorm Fenster, aber das hier sind die neuen Räume in der Sicherungsverwahrung. Das ist Reaktion auf das Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Genau. Da mussten sie das machen. Ne? Genau. Und davor, bis ungefähr 2012, waren die ganz normal untergebracht im Haus, in klitzekleinen Zellen. Also das, da, ich habe ja nichts als Liebe für Leute, die Sachen überhaupt machen, aber sowas so zu zeigen, ist nicht in Ordnung. Mhm. Weil jetzt denken die Menschen, so sieht die Zelle aus. Ja. So sieht keine Zelle dort aus. Ja. Das ist nur die Sicherungsverwahrung. Ja. Heute psychiatrische Abteilung der Justizvollzugsanstalt Straubing eröffnet. 1932 wurde der außerhalb der Umwehrungsmauern liegende Gutshof errichtet. Das ist alles während des Zweiten Weltkrieges war die Anstalt vorübergehend mit mehr als 3000 Gefangenen belegt. Wahnsinn, ne? Boah. Das hier ist eine Zelle. Ja. So, wo ist die Kochplatte? Weiß ich mal. Ja. Und der Herr hier hat auch schon ein bisschen, weil der hat hier, siehst du den Tisch? Ja, ja. Und so, das hat er sich, so ein Tisch ist nämlich da auch eigentlich nicht unbedingt. Also da hat jemand schon Privilegien. Ja. Aber ihr seht mal, wie klein die Zelle jetzt ist. Das ist was ganz anderes. Und rechts die Fläche, wo er ein paar Posters und Bilder da hängen hat. Ja. Das war die einzige Fläche, wo man überhaupt was befestigen durfte. Genau. Wenn da an die Außenwand ein Bild von deiner Tochter oder Frau hing, das wurde sofort abgerissen. Das machen die dir weg, weil sie unterstellt haben, hinter dem Bild könntest du ja einen Durchbruch graben nach außen. Ne? Mhm. Auch wenn das Bild nur so groß war. Ne? Aber es war so. Und was hier auch noch zu sehen ist, ist was uns beiden sehr wichtig ist, Schach. Ja. Also du siehst hier dieses, ich weiß genau, wie sie sich anfühlen, die Figuren, das sind nämlich die aus der Schachgruppe oben, das Schachbrett, das kannst du zusammenrollen, das ist so ein, so ein Gummiding, das kannst du so zusammenrollen. Ja. Der hier hat ein paar Sonderrechte, weil auch links dieses Regal unter dem Regal ist nicht erlaubt. Ja, normal nicht. Da hat er sich nochmal ein Regal hingebaut. Ja. Ah, okay. Ah ja, eine Tischlampe hat er. Mhm. Okay. In den frühen 1990er Jahren kam es bei einer Gefangenenmeuterei zu einer Dachbesteigung von Strafgefangenen. Dieser Sachverhalt war im selben Jahr auch Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Bayerischen Landtag. Der am 21. März 1990 eingesetzte Untersuchungsausschuss sollte einer Petition von 338 Insassen nachgehen. Also, wir haben jetzt gerade gehört, Untersuchungsausschuss, wir haben gehört, Gefangenenmeuterei. Ja. Du bist ja im Zuge dieser Aktion kurz zuvor, bist du ja verlegt worden. Ja, aber ich habe noch diese Petition mit organisiert. Also warst du einer dieser 338 Gefangenen? Ja, ich war einer der Initiatoren davon. Ja. Ne? Und als die Gefangenenmeuterei selbst stattfand, da war ich dann schon weg. Aber ich war Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss im Landtag. Mhm. Und hat man dich zurückgebracht damals von Dietz oder was? Ich war eine Woche gerade in Dietz und dann kam Bundespolizei aus Wiesbaden und hat gesagt, Fahrbefehl, der Präsident des Bayerischen Landtages hat beauftragt, sie sofort nach München zu bringen. Sie sollen übermorgen da als Zeuge aussagen. Und
Eins sage ich dir, sagte der Polizist, wenn du hier auch den kleinsten Muckser machst und zu fliehen versuchst, ich knall dich ab. Ich habe gesagt, Menschenskind, nee, sag ich, ist das wirklich nötig, dass man sowas, also die haben mich während der Fahrt rechts und links an die Türen. Nein! Ja, ja, die ganze Fahrt, von Dietz bis nach München, habe ich rechts an der rechten Tür und an der linken Tür mit den Händen, mit Handschellen. Ätzend! Ja, ja. Ja, aber die haben dich auch nicht leiden können. Die konnten mich überhaupt nicht leiden. Nee. Also diese Meuterei war ja was du eigentlich in einem deutschen Gefängnis gar nicht so erwartet hast. Nee, haben die gar nicht mit gerechnet. Und die wussten, dass ich einer der Initiatoren war. Und dann haben die mich natürlich gleich gehasst. Wie du die Meuterei erlebt hast und so alles, darüber reden wir an anderer Stelle auch nochmal. Und es ist ja so, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Ja. So, es ist ein, du hast gesagt, es ist ein Prozess. Ein Prozess, genau. Der Radikalisierung, der Entrechtung, der Provokation seitens der Anstalt. Permanent haben sie Leute aussortiert und die wurden dann verlegt. Also alle Leute, denen sie Intellekt unterstellt haben, die eventuell als Rädelsführer da in Frage kamen, wurden dann schnell verlegt. Ich habe mich versucht, immer im Hintergrund zu halten und ein bisschen zu verstecken, dass sie mich nicht sofort verdächtigen, dass ich einer von denen bin. Mhm. Aber irgendwann muss mich jemand verraten haben. Und dann haben sie mich von jetzt auf gleich nach Nürnberg und danach weiter nach Dietz verlegt. Was aber eigentlich das Beste war, was dir je passieren konnte. Ja, im gut. Nachhinein. Wusstest du aber damals nicht. Das wusste ich nicht. Das kannst du nicht ahnen. An der Stelle vielleicht ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe eine Reportage gedreht für den Hessischen Rundfunk. Ja. Die heißt Aus der Liebe zur Gewalt. Ja. Oder, ne? Und das ist das Ding hier. Bam! Siehst du? Ist nicht cool? Ja. Fliegt einfach rein. Hier sieht man es. Pollux in der ARD-Mediathek. Da begleite ich den Mann auf der Linken hier. Und zwar Goscha, der ist ein Bare-Knuckle-Boxkämpfer. Das heißt, der kämpft ohne Handschuhe gegen andere Leute. Ja. Und mit dem habe ich Sparring gemacht. Im Ring. Ja. Ich kann euch sagen, es ist nicht so gut für mich ausgegangen. Aber mit Boxhandschuhen. Wir hatten Boxhandschuhe drauf. Ja, ja, aber der zimmert dir auch eine mit Boxhandschuhen. Ich habe 6 Wochen lang hatte ich an der kurzen Rippe beim Lachen, beim Husten immer Schmerzen. So. Und ich musste jedes Mal halt grinsen, weil es einfach so schön war. Aber ich wusste, wo es herkommt. Ja. Es geht um Blut und den Kampf Mann gegen Mann. Welche Philosophie, welche Lebenseinstellung steht hinter dieser Art zu leben? Das ist was Existenzielles. Wenn euch das interessiert, ich meine, ich habe es dir jetzt mal gezeigt, das ist auch noch das Erbe von dem hier. Weißt du, weil wir das gemacht haben, habe ich die Chance, solche Sachen zu machen. Wenn euch das interessiert, der Link ist unten in der Beschreibung. Das ist sozusagen ein Backstein im Fundament. So sieht's aus. Mhm. Geht in die Mediathek, schaut euch die Reportage an, supportet es, damit ich da weitermachen darf. Und jetzt geht's weiter in der JV Straubing. Ja, hier sehen wir auch ganz wieder so, das ist der erste Stock. Ne? Oben ist dann dieses Netz im zweiten Stock, dass du da nicht runterfallen kannst. War das bei euch auch schon? Ja, ja. Da haben sie mal einen runtergeworfen und danach haben sie das Netz da. Ja. Aber was mir da jetzt so einfällt, das war halt der Blick, den ich hunderte, tausende von Stunden verinnerlicht habe. Und da hat sich nichts geändert. Nein, nichts. Es war so statisch, es war Metall und kalt, nirgendwo eine Pflanze, nirgendwo das Lächeln einer Frau, kein Hund, kein Nix war da drin, einfach nur Stahl, diese Konstruktion, diese lebensfeindliche. Und das hat lang gedauert, bis man es einfach nicht mehr gesehen hat. Bis man da sozusagen immun war gegen dieses Lebensfeindliche. Hast du jemals, das klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage, aber ich habe so einen ganz komischen, ich liebe die Natur auch und so, aber ich habe einen Sinn für diese Art der Ästhetik. Ja. Ich finde das... Klar. Finde es schön. Also nicht, mir ist klar, dass es ist in seiner Lebensfeindlichkeit. Weißt du, an was es mich erinnert? An Star Wars, hier so ein Sternenzerstörer. Das hat der ist auch schön irgendwie. Ja, ja. So, weißt du, der ist ja nur grau und bam, aber er ist irgendwie auch schön. Ja. Und es hat sowas. Ja. Also, und damit habe ich es mir schön gemacht. Ich habe mir so gemacht, die Ästhetik hinter diesem. Ja, ja, das stimmt. Das habe ich also zuweilen auch
empfunden. So. Weißt du, es hat was, so da hinten, dann ist so das Licht oder Ding. Anders ging es nicht, anders werde ich verrückt, weil ich halt, weil wir sind ja beide irgendwie doch, trotz krimineller Energie, sind wir irgendwie so Künstlerseelen, die sowas brauchen. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ein leichtes Lächeln einer Frau, oh mein Gott, weißt du, das ehrliche Lächeln einer Frau, die nicht, Herr Pollux, ne, jetzt schauen Sie mal, dass Sie da weiterkommen, sondern echt eine Frau, bei der die Chance besteht, dass wir uns näher kommen. Ja. Oder die sich schön bewegt für mich oder so, weißt du? Das, ich habe das so sehr vermisst, Digga. Oh, um Gottes Willen. Ja, und unten drunter, unter der Zentrale, haben sie dann immer einmal im Jahr einen Weihnachtsbaum. Genau. Ja. Ah, gucken wir mal. Das hier ist die EDV Möbel. Hier habe ich gearbeitet. Mhm. Und zwar habe ich da auf der linken Seite, hier ist die Plattensäge. An der Plattensäge habe ich gearbeitet. Da tust du hier die Platten raus und schmeißt sie dann hier drauf. Und es ist ein Knochenbrecherjob. Du benutzt dafür diesen Kran hier. Ja, ja. Ey, da reihenweise zerquetschte Finger, also Bandscheibenvorfälle, Schulterverletzungen. Und ich war nur so... Ja, also Arbeitssicherheit war ein Thema, ich drin verfolgt habe. Mhm. Ich bin also durch die ganzen Betriebe und habe mir von den Leuten erzählen lassen, was für Lösungsmittel da benutzt werden, was für Arbeitsvorschriften, was müssen sie für Schuhe haben, Sicherheitsschuhe, was müssen sie ansonsten, Handschuhe, also Verletzungs... Ja, die haben mich so gehasst. Die haben mich gehasst und ich habe das dann angezeigt. Und einer, ein Freund von mir, der Schubert hieß der, das war ein Amerikaner, der hat herausgefunden, dass es in Amerika ein Gesetz gibt, das sagt, Produkte, Industrieprodukte, die in Gefängnissen unter Zwangsarbeit hergestellt werden, dürfen in Amerika nicht verkauft werden. Mhm, so, da gehörte jetzt die Firma MTU, ein großer Rüstungsausrüster, BMW und Ski Völkel, die haben da drin Gefangenenarbeit geleistet und das wurde in Amerika als Sklavenarbeit betrachtet, bei den Löhnen, die da bezahlt wurden. Und der amerikanische Kongress hat sich damit befasst und es gab einen Riesenwirbel, weil BMW auf einmal auf der Liste stand. Mhm. Die dürfen in Amerika keine Autos mehr verkaufen, weil die lassen ja Teile der Produktion im Knast machen, auch wenn das ja nur Verpackungsjobs waren für Ersatzteile. Aber BMW war offiziell Arbeitgeber und hat Gefangene ausgebeutet. Das haben sie aber in die andere Richtung entwickelt, in den USA mittlerweile. Ja gut, aber es war mal ein Thema. Es war mal ein Thema, und das war ein Riesenskandal. Da haben die gesagt, wie kommen Sie dazu, sowas zu behaupten? Und der Schubert, der hat sich gefreut und das war auch ein cooler Typ. Und der hat mir, wir haben das zusammen entwickelt sozusagen. Dann kannst du, das Ding ist ja schon mal, zum Beispiel, ich war ja dann in diesem Betrieb. Ich habe erst die ersten siebeneinhalb Jahre habe ich keinen Tag gearbeitet. Mhm. Dann kam für mich so, okay, ey, entweder du machst jetzt eine Ausbildung oder du wirst halt nicht entlassen so. Ne? Ja, und dann ich so, okay, komm, darüber können wir reden. Und dann habe ich hier meine Ausbildung gemacht. Und dafür musste ich nämlich hier erstmal an dieser Plattensäge stehen, 3 Monate lang ungefähr. Und dann durfte ich dahinter ins Büro. Hier siehst du hinten so einen Durchgang, wo man ins Büro kommt. Und dann habe ich da im Büro gearbeitet, meine Ausbildung gemacht. Und jetzt pass auf, jedes Mal, wenn wir mit den Chefs, die waren dann hier so, hier reingekommen sind in die Werkhalle, die sind immer alle reingestürmt, weil das waren alles gelernte Schreiner. Und ich, jedes Mal bin ich an der Tür stehen geblieben, habe irgendwie meine Schuhe gebunden, habe mir Handschuhe angezogen, habe mir Ohrstöpsel in die Ohren, habe mir eine Schutzbrille, brauche meine Brille. Und die waren da gestanden. Du hättest den Hass sehen sollen, mit dem die mich angeguckt haben. So. Die haben das als Provokation empfunden. Vielleicht war es das auch ein bisschen so, aber ey, ich gehe da nicht rein, weißt du, wie laut das da drin ist? Und die laufen da ohne Rosche. Nee. Die haben mich an die Kreissäge gestellt, ohne Anweisung. Die haben mir eine Stichsäge gegeben, ohne Anweisung. Also ich bin da ein Wunder, dass ich hier noch 10-Finger-Job bin, Alter. Im April 2009 wurde die Gefängnispsychologin Susanne Preusker von einem Sexualstraftäter, den sie zuvor jahrelang versucht hatte zu therapieren, 7 Stunden lang eingesperrt, mit einem Messer bedroht und vergewaltigt. War ich da damals, als das passiert ist, war unschön. Das kann man vorstellen. War unschön. Die hat sich ja umgebracht. Hat sich später umgebracht. Ich habe einen Fall dazu gemacht, wenn euch es interessiert. Ich habe auf Podimo 1,5 Stunden, ich habe nochmal wirklich meine ganzen Erinnerungen aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, wie die Leute damit umgegangen sind. Da waren auch wirklich, da haben sich auch eigene Freunde von mir damals nicht mit Ruhm bekleckert. Ja. So im Sinne, die am Fenster geschrien haben, während das SEK auf dem Dach ist. Die so, weißt schon, ne? Ja, ja, übel. Aber man muss auch dazu sagen, der Hass von uns als Gefangenen
als Nicht-Sexualstraftäter auf diese Abteilung war immens. Ja. Es war, weil wegen dieser Abteilung durften wir zum Beispiel keine Pornografie haben. Ja. Wegen dieser Abteilung durften wir keine Ehebesuche haben. Ja. Wegen dieser Abteilung war überhaupt so, du hast so dieses Gefühl gehabt, ich wollte nicht mal im selben Haus sein wie Menschen, die andere Menschen so behandeln, wie das die Leute auf der Abteilung gemacht haben. Ja. Weißt du? Und du weißt es ja, ich spiele Schach mit dir. Du hast, wie viele Frauen hast du umgebracht? Wen hast, was hast du gemacht mit Kindern? Und jetzt sitzt du hier und beschwerst dich irgendwie über irgendwas. So. Ja. Das war mir, das ist mir ganz schwer gefallen. Ja. Hier siehst du jetzt, das kennst du nicht, das ist das neue Küchengebäude. Ja. Und da haben sie ein komplett neues Küchengebäude gebaut. Und nachdem sie dieses Gebäude gebaut haben, haben sie auch aufgehört, das Essen in Kübeln zu bringen, sondern in einzelnen abgepackten Tabletts. Das passiert alles hier in der neuen Versorgung, in dem Versorgungstrakt oder so, wie er hieß. Ich glaube, das war ein Abgang, ein Abstieg. Es war definitiv von der Qualität vom Essen, von der Menge vom Essen. Von Menge vom Essen, ja, weil so heißt es jetzt, ein 80-jähriger Gefangener, der 65 Kilo wiegt, kriegt genauso viel Essen wie ein 25-jähriger Gefangener, der 110 Kilo hat. Ja. Und das ist irgendwie, da kann ja was nicht stimmen halt. Also die Kalorienanzahl ist für jeden Menschen da drin gleich. Schöner Gedanke, aber Bullshit. Ja. Und hat zu viel Unmut damals auch geführt. So, naja, aber dann gewöhnt sich halt doch dann. Ne? Die vom Strafvollzug getrennte Einrichtung für Sicherungsverwahrung mit 84 Plätzen wurde 2012-2013 im südlichen Teil der Anstalt errichtet. Und das zum Beispiel auch, das ist halt nicht das Gebäude, dann zeigt doch nicht das Gebäude. Ja. Also nochmal vielen Dank, dass wir die Reportage nehmen dürfen, aber sowas vielleicht, es ist halt so ein kleiner, von uns eine kleine Idee, das nochmal nachzubessern, weil es ist halt nicht, das ist nicht die Sicherungsverwahrung, das ist, das ist die Küche. Ja. Und am 18. Juli 2013. Aber nichtsdestotrotz beschleicht mich das Gefühl, wenn ich so ein Bild jetzt sehe, das wäre mit so das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, dass ich da nochmal eingeliefert würde. Da, wo ich 1990 gewaltsam rausgeschmissen wurde. Und wenn ich da heute nochmal hinkommen müsste, wo ich also 6 Jahre verbracht habe, und das waren nicht die besten Jahre meines Lebens, also die Vorstellung, dieses Déjà-vu in diesen Folterknaster noch mal reinzukommen. Das, gerade das Haus, schau mal. Wahnsinn, Wahnsinn. Schau mal das an, Alter. Das ist wie ein Schlachtfeld. Hier steht das Beste auch, das finde ich auch immer so, das ist der Normalvollzug in Gruppen. Ja. Da gibt es überhaupt keine, also es ist keine Gruppen, du bist in Einzelzellen, was für, gibt keine Gruppenarbeit, gar nichts. Im Haus 2, da gibt es gar nichts. Außer den Gittern, das ist das Einzige. Das Einzige, was echt ist, ey. Echt ist. Achso, wir zeigen es ja gar nicht. Hier könnt ihr nochmal sehen, hier steht Normalvollzug in Gruppen, das gibt es aber nicht dort. Die JVA Straubing ist im Jahr 2015 die etwa 5. nach Haftplätzen Justizvollzugsanstalt in Bayern. Ach, guck mal, hier siehst du oben die Zentrale, die neuen Zentrale. Die sind auch neu gemacht, die gehen noch weiter nach vorne raus. Die sind immer in der Mitte des X's. Also immer in der Mitte dieses Kreuzbaus ist die irgendwie Zentrale. Irgendwie erinnert mich das an ein Kernkraftwerk von innen. Tatsächlich, ja, irgendwie hat es was. Die ganze Struktur da. Dann hast du unten rechts das schwarze Brett. Hier ist immer ein paar Sachen sind da so. Und da daneben ist so ein geheimnisvoller Briefkasten. Ja, für Verbesserungswünsche. Verbesserungswünsche, was da in Wirklichkeit reinkommt, ist, Hubertus Becker auf A1 hat eine Kamera in seiner Zelle. Ja, oder verkauft Haschisch. Hier oben rechts, weißt du, was da oben rechts ist, diese gelbe Tür? Ja, das sind die Sonderzellen für die Terroristen. Bam, die Schwalbennester. Ja. Da waren viele Freunde von uns drin, unter anderem der Jay. Ja. Der Jigger war da fast ein Jahr drin. Ey, Wahnsinn. Die haben die dort so rund gemacht, vielleicht sieht man es nochmal von außen schon. Also ich habe mal erlebt, wie einer da nach 3 Jahren da rauskam und vollkommen orientierungslos durch den Knast getaumelt. Ja, natürlich. Wenn du erst mal ein Jahr da drin gesessen bist, bist du... Ja. Die Justizvollzugsanstalt Straubing hat derzeit im Regelvollzug 845 Haftplätze. Die Belegungszahlen verändern sich immer wieder leicht. Bekannt ist Straubing als Haft... Den kenne ich doch. Den kennen wir auch, ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich glaube, ich kenne den Namen sogar. Also er ist mittlerweile ein sehr hohes Tier.
Ja, ja, ja. Übrigens, auch hier wieder, das ist eine Zelle in der JVA Straubing. Nicht das, was wir am Anfang gesehen haben. Genau das ist die Zelle. Und dann haben sie irgendwann rausgefunden, dass du diese Schränke, die konntest du von unten von der Wand wegreißen. Ja, ich weiß. Und dann hast du, dann konntest du die Rückwand rausmachen und hinter dem haben die Leute in die Wände rein kleine Safes gebaut. Ja, oder auch in einer Zelle im Haus 1 haben sie mal hinter diesem Schrank eine größere Höhlung gefunden. Genau. Und da war eine Faltbadewanne drin, also wie man sie auf Safaris benutzt, und eine Sexpuppe hatten sie da versteckt. Ne? Die Helga, so hieß die. Die meistbefriedigte Frau von Straubing. Ah! Und die sind auch verraten worden. Das waren ein paar Jungs, zu dritt waren die auf der Zelle. Und die haben da jahrelang dran gearbeitet. Und irgendwann sind sie verraten worden. Dann haben sie den Schrank abmontiert und fanden das. Ah! Ey, also ich weiß noch, dass zu meiner Zeit haben sie dann mal eine groß angelegte Rückwandentfernungsaktion gemacht. Und dann hatten diese ganzen Schränke keine Rückwände mehr. Aha. Dann konntest du natürlich nichts mehr dahinter machen. Ja, klar. Bekannt ist Straubing als Haftort für Kapitalverbrecher mit einer Freiheitsstrafe ab 6 Jahren. Zudem differenziert die Justizvollzugsanstalt Straubing zwischen einer... So, jetzt hier wieder, seht ihr den Unterschied zwischen diesem Haftraum und dem anderen? Guck mal, diese feine Decke da, die Steppdecke. Schau mal die Steppdecke, stell dir mal die Kochplatte vor, alleine was eine Kochplatte dein Leben verändert. Das ist ja wie ein Einzimmer, das ist wie ein Einzimmer-Apartment, da kann sich keiner beschweren. Ja. Eine Abteilung für Strafgefangene, die erstmals in Haft sind, Erstvollzug, Strafgefangenen, die noch besonders jung sind, zwischen 22 und 27 Jahren, und zwischen Strafgefangenen, die schon mehrfach wegen Straftaten verurteilt wurden, Regelvollzug. Hier sehen wir jetzt was ich auch schon oft erzählt habe, und zwar sind hier diese Schussklappen. Also wenn du ausbrichst, und du versuchst, an diesen Zaun zu kommen, beziehungsweise eigentlich an die Mauer. Dann gehen diese gelben Fensterchen hier auf, diese Quadrate, frupp, und da kommt er dann mit dem Gewehr raus. Und wenn er in einem gewissen Winkel sich in diesem Fenster bewegt, dann kann er nicht in den Außenbereich schießen. Aha. Weißt du? Also wenn du mit dem, ne, dann schießt du niemals in den Außenbereich, weil er darf nicht in den Außenbereich schießen. Eigentlich, er darf ja nur auf dich schießen. Er darf ja nicht in die Beamtenwohnung nebenan reinballern. Genau. So, und dafür sind die... Und das ist natürlich, ich habe das nie gesehen, dass die Dinger aufgegangen sind, aber es ist halt schon krass, weil wenn die Dinger aufgehen, stirbt, geht's gleich jemand. Oder potenziell Lebensgefahr. Weiterhin hat die JVA Straubing eine Untersuchungshaftabteilung. Dort werden im Allgemeinen nur Untersuchungshaftgefangene untergebracht, die eine lange Haftstrafe zu erwarten haben. Seit einigen Jahren gibt es auch eine Abteilung für Strafgefangene, die Sexualstraftaten begangen haben. Diese heißt so. Das ist der Blick. Ich würde sagen, das ist der Blick aus der Schule. Ja, das ist auch so. Hier ist dieser Raum eigentlich, in dem sie damals die Leute nach der Meuterei schon das erste Mal verhauen haben. Genau. Haben sie ein Loch durch die Mauer gebohrt und haben sie dann vom Dach durch dieses Loch. Rein in den Musiksaal. Eine nach dem anderen in den Musiksaal, das ist der Musiksaal. Und dann gab es erstmal ein paar Ohrfeigen, ein paar Tritte und Handschellen. Und dann wurden die in irgendwelche Zellen geschleppt. Da wurde dann nicht mehr geguckt, wer gehört wohin. Die haben einfach im Haus 1 Zellen aufgemacht und haben in jede Zelle 2-3 Mann rein. In Handschellen, auf dem Boden, mussten die da stundenlang liegen, bis die Busse kamen. Und haben sie dann auf andere Gefängnisse verteilt. Bald haben wir es, gleich haben wir es, noch 40 Sekunden. Ist sozialtherapeutische Abteilung. In dieser Justizvollzugsanstalt ist es möglich, mehrere Berufe zu erlernen, unter vielen anderen seit 2014 sogar Fachkraft für Lagerlogistik. Zudem können Strafgefangene sich... Ah, da haben sie aber... Das ist schön. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Schau mal, wie schön. Da haben sie den Stipe Russo, einen Gefangenen, einen schwierigen Gefangenen aus Jugoslawien, politischer Gefangener, den haben sie an Füßen und Händen gefesselt, da rumgeführt, an der Kette. Weil der hat immer so einen Haufen Stunk gemacht.
Und irgendwann haben sie ihn abgeschoben, weil sie mit dem einfach nicht fertig wurden. Ja, hier oben siehst du auch nochmal den Unterschied bei den Gittern. Ne? Erster Stock, zweiter Stock und dann dritter Stock. Wenn man ganz nah hinschaut, sieht man nochmal so einen Sicherheitskäfig davor. Ja. Mittlerweile haben die, glaube ich, alle Fenster. Also den Maschendraht davor nochmal. Ja. Das haben sie. Kann er sich über die Fernuniversität Hagen oder auch über das Telekolleg während der Haftzeit sinnvoll weiterbilden? Ja. Also Fernuniversität Hagen hat sich schon länger erledigt. Darfst du nicht mehr. Aha. Weil die Hagen hat gesagt, die nehmen keine Studenten mehr, die keinen Internetzugang mehr haben, weil sie halt nicht mehr Post verschicken. Ja, so. Ja, ja, ja. Aber du kannst dich nach Würzburg verlegen lassen und dort, wenn du natürlich ein Abitur hast, du musst natürlich gut genug sein im Schreiben, damit du die Anträge durchkriegst. Und vor allem musst du sehr gut überlegen, ob du aus einer Anstalt, wo du mit 450 Gefangenen, nämlich einem Haus, zu tun haben darfst, auf eine Abteilung willst, in der du nur noch mit 12 Leuten zu tun hast. Weil in Würzburg ist diese Abteilung abgetrennt vom anderen Knast. Das heißt, du bist jetzt, wenn du da 4 Jahre studierst, bist du 4 Jahre mit diesen 12 Leuten, die du nicht kennst. Davon sind 8 Psychos. Und 3 Wichser. Ja, ja. So, weißt du? Ja, ja. Also, gefährlich. Das ist schwierig, ob man das machen will. Also ich habe mich dagegen entschieden. Ein Risiko. Ja. Ah, das ist die Sicherungsverwahrung. Die Anstalt hat auch noch eine besondere psychiatrische Abteilung. Ah, da war auch ein großer Streit damals innerhalb der Anstalt, ob das Ding hier sein muss. Ach, wie viel hat das gekostet, so eine Kunstwerk? Weißt du, hättet ihr dafür nicht lieber noch eine Küche bauen können oder irgendwas? Ja, oder Sozialarbeiter einstellen. Ja, oder Sozialarbeiter einstellen. Das war's, JVA Straubing. Wie fühlst du dich? Tja, also es war so eine nostalgische Führung, lange nicht gesehen, die Bilder, aber ob wir da jetzt viel Substanzielles zum wirklichen Wesen dieser Gefangenschaft und beitragen konnten, das weiß ich jetzt nicht. Muss nicht immer alles. Aber es war auf jeden Fall mal wieder ein Déjà-vu mit der alten Zeit. Bei mir ist es ja jetzt über 30 Jahre her. Mhm. Und was mich bis heute irgendwie gewissermaßen noch befriedigt an der ganzen Sache ist, dass ich als unverdaulich ausgespien wurde. Verstehst du? Also da landet normalerweise jeder, der in Bayern in keiner anderen Institution tragbar ist. Mhm. Ne? Jeder Verrückte und Gefährliche und so. Und wenn du da rausgeschafft wirst, weil sie mit dir nicht klarkommen, weil kam ja ab und zu vor. Und ich meine, Meuterei-Vorbereitung, das war natürlich schon für die Top-Thema. Mhm. Und da haben sie mich halt, wie gesagt, gepackt von einem Moment auf den anderen in den Bus und weg und ab und nichts mehr. Und es hat mich unterwegs auf der Straße nach Nürnberg, hat mich das mit Genugtuung erfüllt, dass sie mich da sozusagen als unverdaulich raus haben. Kann ich komplett verstehen. Ja. Also kann ich verstehen. Ist natürlich, hast du sie komplett hinter dir gelassen, die Anstalt, oder hast du immer noch so, ich meine, du hast ja auch zu mir damals gesagt, ich soll da, was ist nicht du, der mir gesagt hat, ich soll da diese Petition mit unterschreiben oder so. Also du bist ja eigentlich schon immer noch irgendwie. Ja, klar. Ich meine, komplett hinter sich lassen tut man nichts, wenn es einen nicht traumatisiert hat. Und das hat es mich nicht. Aber ich habe mich natürlich immer noch dafür interessiert. Ich habe lange Jahre Kontakt gehalten mit Leuten dort. Und da bin ich peripher immer informiert worden, was geht da gerade ab und so. Und ich habe ja dann auch ein Buch geschrieben. Das wurde dort verboten. Die Gefangenen im Straubing, die durften... Das Ritualknast. Ja, die durften es nicht kaufen, weil der General Staatsanwalt von Bayern, der hat behauptet, das wäre eine einzige Tirade, eine Hasstirade gegen die Beamten und gegen die bayerische Justiz und was weiß ich. Und der Professor Feest hat dann Gegendarstellung gemacht. Ne? Also, habe ich denn dein Ritualknast? Wieso habe ich denn das hier gar nicht? Den müsstest du schon haben. Nee. Nee, dann kriegst du es mal demnächst von mir. Naja, jedenfalls mit Straubing wird man so schnell nicht fertig. Wenn du da ein paar Jahre drin warst, dann kommst du irgendwie immer wieder da drauf, weil es war eine ganz, ganz energieraubende Zeit. Du brauchtest jeden Tag aufs Neue Energie, um dich gegen diese Institution zu wehren, um da nicht verrückt zu werden, um nicht an den
Fällen von Mitgefangenen einfach kaputt zu gehen, wenn du siehst, wie die. Wenn du Mitgefühl hast. Ja, ja. Wenn du Augen hast, ja, und Mitgefühl hast und spürst, wenn du Gefühle hast, ja, und spürst, was rechts und links passiert. Weil ich habe immer wieder auch Leute, die dann schreiben, ich war da auch, und es war meistens mit einem bayerischen Akzent übrigens. Okay, ja, dann hast du halt einfach keine Augen im Kopf, ja, wenn du nicht gesehen hast, was dort passiert. Wenn du das System irgendwie gut findest, dann. Wenn du Leute erlebt hast, mit denen hast du heute Schach gespielt und eine Woche später kommen die aus dem Haus 3 zurück und waren mit der Podium D abgespritzt. Die Kippe brennt sich ihnen in die Finger rein, ja, so beim Rauchen. Ja. Ja, und ich meine, der Ludwig Luckmeier, der hat dazu eine Untersuchung gemacht, der hat es zum ersten Mal systematisch, hat die Leute interviewt und hat das erforscht und dann festgestellt, das war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Folterverbot ist einfach unterlaufen worden und so. Was kam bei dem Untersuchungsausschuss eigentlich raus damals dann? Bei dem Untersuchungsausschuss gab es zwei Ergebnisse. Das offizielle Ergebnis war, in einem Satz gesagt, ja, es lief nicht alles so, wie es hätte laufen sollen, aber Gesetzesverletzungen kann man da niemanden unterstellen. Im Hintergrund wurde der Anstaltsleiter geschasst, der Sicherheitschef wurde abgelöst, der Arzt wurde, der Psychiater, der wurde fortgeschafft. Also es wurden einiges Personal wurde. Die Ministerin, die hat Glück gehabt, dass der Strauß sie gestützt hat. Die hat also... Nee, stimmt ja gar nicht. Der Strauß war da schon gar nicht mehr tot. Also, dass der Minister. Der war da schon gar nicht mehr tot. Der war dann schon am Leben. Der Strauß ist, glaube ich, 6. Der Stoiber war es. Der Stoiber, ja. So. Und die Ministerin, die hieß Mathilde Berghofer-Weichner. Und die, deren Posten, der war der hat gewackelt. Weil durch den Untersuchungsausschuss gab es natürlich dann auch Presseaufmerksamkeit, eine Menge in der Zeitung stand, die Süddeutsche Zeitung, die war da. Du, das steht heute noch auf dem Wikipedia, auf dem Wikipedia steht es heute noch. Ja, ja. Dass also. Dass es einen Skandal gab, als eben Gefangene mit Medikamenten behandelt wurden, genau, gegen ihren Willen oder gegen eigentlich eine ärztliche Notwendigkeit. Ich habe da noch eine relativ große Dokumentation zu Hause und da könnten wir auch mal noch was drüber schreiben. Die illegale Knastzeitung Haberfeld, die hat das als großes Thema gemacht. Und also das war, da haben viele Leute zusammengearbeitet und es ist dann letztlich ins Chaotische umgeschlagen und dann ist die Meuterei daraus geworden. Mhm. Das war also eine spontane Aktion, als die Leute gehört haben im Radio. Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, es war alles in Ordnung, es ging mit rechten Dingen zu, es gab kleine Unregelmäßigkeiten, wie zum Beispiel Medikamentenversuche an 260 Gefangenen. Ich meine, das kann ja schon mal passieren. Mhm. Und da sind die Leute ausgerastet. Mhm. Wie die dann zum nächsten Mal auf den Hof rausgelassen wurden, da haben die sich gegenseitig tantisiert, also die wurden dann richtig böse und irgendeiner, der ist da auf dieses Dach da geklettert und hat einen Schlauch mitgenommen, mit dem sind da das Schwimmbad immer, mhm, ja, und hat den Schlauch da oben verankert und an diesem Schlauch haben sie dann 150 Leute sich da hoch geschafft und dann haben die das außer Kontrolle verloren. Ha, ja. Wieso war ich? Nein, ja. Egal. Ja, ich war auch nicht dabei. Ja, wieso nicht war ich da nicht dabei? Also es war auf jeden Fall. Der GAU, der Super-GAU, der JVA Straubing. Ne? Das wollten sie ja immer verhindern. Das wollten sie immer verhindern, ja. Und das waren sie selber schuld. Sie haben den Druck erhöht und haben und den Leuten die Fernseher verweigert, haben sie wegen jeder Scheiße in den Arrest gestellt. Also die Fernseher zu geben, war das Klügste, was diese, also für die Anstalt, klar, je gemacht hat. Für die Gefangenen war das nicht gut. Ich hab das mal verglichen, wie Cadmiumstäbe in einen Atomreaktor. Mhm. Sind die Fernseher in den Knast. Sobald die drin waren, war Ruhe. Ja. Haben die Leute Fernsehen geguckt und einer, der Fernsehen guckt, mit der macht keine Meuterei. Opium fürs Volk so. Ja. An einem Tag, ja, und ich habe das immer so bedauert. Und das Witzige ist ja, Leute wie der Jay, ich, wir haben die Fernseher raus. Ja, klar. Nach ein paar Jahren war dann so, ey, ihr habt mir Gitter und Handschellen verpasst, ja, am Körper und das Ding habt ihr mir an den Kopf, genau, verpasst. Genau. Ich habe auch keinen gehabt. Ja. Ja. Also Leute, um euren revolutionären Geist zu aktivieren, bitte lest. Ihr guckt jetzt hier ein bisschen YouTube, da kann man sich wenigstens auswählen, was man guckt. Das ist schon besser, aber trotzdem, ja,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal hier kurze Erinnerung. Warte mal, wie ging das? Hier nochmal kurze Erinnerung. Bam! In der ARD Mediathek gibt es von mir ein neues Format. Es gibt insgesamt 3 Videos. Eins davon seht ihr hier. Guckt euch das an. Lasst es auch einfach mal so durchlaufen. Aber wie kriege ich das jetzt wieder weg? Genau. Gib mir Feedback. Ich meine, das zeichnet ja deine Videos aus, dass sie spontan sind, dass sie absolut authentisch sind. Und da passiert natürlich auch mal technisch ein kleiner Schnips dahin oder da. Und im Endeffekt ist es ja egal, weil der Geist, der da rauskommt aus diesen Videos, das ist das, was zählt. Und deshalb mögen die Leute das. Ach du, ich sag dir, also wenn es um technische Fehler geht, das sind sie auf jeden Fall gewohnt. Ja. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da, teilt das Video, wenn ihr mögt. Folgt dem Kanal, erzählt anderen Leuten davon. Vielen Dank an Knastathlet für deinen Content und wir werden gut gemacht, Knastathlet. Jawohl. Ja. Macht's gut. Also du, ich merke ja schon, du guckst hier gerne in den, ne? Da bist du selber. Ja, hier ist die Kamera. Ja, ich gucke ich jetzt dahin. Du kannst hingucken, wo du willst, aber ja. Was jetzt gleich passiert ist, ich drücke jetzt hier drauf, guck mal. Ja. Und jetzt ist es hier klein, jetzt sind wir hier unten klein. Ja. Jetzt bist du zwar ein bisschen abgeschnitten, da müssen wir... Müsste ich mir was einfallen lassen, das will ich nicht. Ich will dich nämlich da komplett drin haben. Ja. So, jetzt bist du nicht mehr abgeschnitten. Genau, nee, musst du nicht, jetzt bist du ja drin. Das war aus dem Theaterstadel. Ey, ich hoffe, man sieht den Streifen. Wenn man unseren Cursor nicht sieht, ist es echt ein bisschen schade. Aber gut, dann ist wie es ist. Dann haben wir es für uns gemacht. Dann musste Julia das nachträglich alles einfügen, die Arme. Oh. Okay. Dieb ist oder was. Warte, jetzt habe ich sie doch noch zum Schluss nochmal verkackt. Macht's gut. Cool.